Okay, wir rechnen ein weiteres Beispiel. Und zwar, voilà, genau, 253 mal 7. Ich will heute ein paar verschiedene Arten und Weisen euch zeigen, wie wir das rechnen können. Jetzt rechnen wir erstmal so die Standardart und Weise. Also dazu rechnen wir einfach immer von rechts nach links. Also 7 mal 3 rechnen wir zuerst. 7 mal 3. 7 mal 3. Ja, und was ist das? Das ist 21. Kann ich hier die 21 hinschreiben, aber ich will erstmal nur die einer Stelle hinschreiben, die 1. Und die 2 merke ich mir hier, weil da kommt ja gleich noch was dazu zur 10er Stelle. Dann rechne ich die 7 mal 5. 7 mal 5, weißt du auch, was das ist? 7 mal 5 ist 35. So, und jetzt kommt die 35 hier dazu. Da steht aber schon mal eine 2. Das heißt, 35 plus 2 ist 37. Jetzt kann ich die 7 hier hinschreiben und mir die 3 nochmal merken. Und dann kann ich 7 mal 2 rechnen. 7 mal 2, 7 mal 2 ist 14. Und 14 kann ich jetzt hier hinschreiben, da steht aber schon eine 3, das heißt, die muss ich dazu rechnen. 14 plus 3 ist 17. Und jetzt kommen keine zusätzlichen Ziffern hier oben zur Multiplikation, das heißt, die 17 kann ich komplett hinschreiben. Das heißt, unser Ergebnis ist 1771. So, und jetzt will ich es aber nochmal ein bisschen ausführlicher rechnen. Also so könnt ihr es rechnen, wenn ihr euch damit schon wohlfühlt, wenn ihr mit den jeweiligen Merken und Überträgen zurechtkommt und direkt und relativ schnell euer Ergebnis haben wollt. Allerdings könnt ihr es auch ein bisschen ausführlicher machen. Ihr könnt, ich schreibe es nochmal hin, 253 mal 7, die Zahlen auch einfach immer komplett ausschreiben. 7 mal 3 ist 21 und 7 mal 5 ist, sollte eigentlich mal die gleichen Farben nehmen wie eben, dann ist es vielleicht ein bisschen intuitiver. 7 mal 3 ist 21, machen wir es so, machen wir das rot. Und 7 mal 5 ist 35. So wichtig, dass das hier jetzt in die Zehnerstelle rutscht. Und 7 mal 2 ist 14. Auch wieder 1, jeweils 1 weiter rüber, ne? Also ich habe 7 mal 3 war ich ja auf der einer Stelle, also hier. Und als ich die 5 gerechnet habe, war ich ja schon auf der Zweier Stelle, also da bin ich 1 rübergerutscht, also auf diese Stelle. Und 7 mal 2, da bin ich noch 1 weiter rübergerutscht auf die 100er Stelle. Und da war ich hier. So, und das kann ich jetzt ganz einfach zusammenzählen, also addieren. 21 plus 14, plus 35 und plus 14, und es ist 1 plus 0 plus 0 ist 1, 2 plus 5 ist 7, 3 plus 4 ist 7 und 1. Also auch 1771. Wunderbar. Ganz einfach. So eine dritte Möglichkeit, das zu rechnen, manchmal wird die Aufgabe vielleicht anders gestellt, ist einfach mit einer anderen Reihenfolge. 7 mal 253. Ich muss es nicht erst umschreiben, das habe ich in ein paar anderen Beispielen immer gesagt. Ich kann auch einfach so rechnen. Und wie mache ich das jetzt? Also, ich nehme mal wieder die gleichen Farben. 7, zuerst rechne ich 3 mal 7, aber 3 mal 7 ist ja genau das gleiche wie 7 mal 3. Das heißt, das ist meine 21. Und ich benutze mal wieder die Schreibweise von dem 1 gemerkt, dann kommen wir schneller zum Ergebnis. So, dann rechne ich die 5 mal 7. 5 mal 7 ist wieder genau das gleiche wie hier oben haben wir es schon. 7 mal 5 ist 35, da steht schon eine 2, also 37, die 3 merken wir uns. Und zu guter Letzt noch die 2 mal 7. Ja, und die 2 mal 7 ist die 7 mal 2, das ist die 14. Hier steht schon eine 3, das heißt 14 plus 3 ist 17. Und dann kommt das gleiche Ergebnis raus, 17, 1771.